Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Und ein paar Neuigkeiten und Leaks gibt's auch heute. Also, wir fangen jetzt erstmal an mit, ja, mit einem Leak, den ich gefunden habe. Das ist, neuen Update-Files wurde das gefunden. Es wird ein Wild West Event kommen. Und ja, folgendes wird drin vorkommen. Also es wird keine automatischen Waffen geben. Rocket Launcher und Fallen sind erlaubt. Der Slurp kann gefunden werden. Aber Schildtränke sind dann da draußen. So, Dynamit ist das einzige, was als Explosive erlaubt ist. Bedeutet also, die Items werden bei dem Wild West Event folgende sein. Einmal Hunting Rifles, Shotguns, Dynamit und Revolver. So, das klingt natürlich mega interessant. So, ja, das wäre der erste Leak. Dann gibt's neue, wenn neue sind neue Skins und Emotes und so weiter in den Patch-Files gefunden worden. Fangen wir mal an hier mit dem Castor. Castor sieht aus wie so ein Magier. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr nice. Finde ich sehr, sehr spannend. Elmira, die Magierin. Das hier wird bestimmt lustig. Lama Kadabra. Mit, ja, hier mit irgendwelchen Lamas, die da rumfliegen. Dann haben wir Magic Wings. Kann ich mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen, was das, wie das Ganze wird dort. Dann haben wir den Spellbinder. Das ist ein Rucksack. Ganz nice. Der Taro. Ja. Sieht auch spannend aus. Tompan Pouch. Trusty Tusks. Boom. Bombastic als neuer Emote. Das hier ist witzig. Da bin ich mal gespannt. Der Flappy Flyer erinnert mich ein bisschen an. Was heißt erinnert mich ein bisschen? Das ist echt Moorhuhn-like. Ja. Ha! Das Ding sieht echt mega witzig aus, ja. Und das vielleicht noch. Hey. Epic Games. Lass das Ding doch mal ein paar Eier abwerfen. Wäre doch auch ganz cool. Dann kriegst du so Eierchen von oben ab. So, den Flappy Flyer. Dann hast du hier den Flying Carp. Oder den fliegenden Karpfen. Hot Marat. Was auch immer das dann werden wird. Der Knee Slapper. Okay. Der Maki Meister. Night Slicer. Ja, aber das ist, sorry, aber das ist ja, so ein Ding haben wir ja schon. Also. Wow, the Punk Man, the Riot. Das ist cool. Das sieht cool aus irgendwie. Shrimpy. Als Rucksack, okay. Spellslinger. Mhm. Gatekeeper. Alles klar. Der Hyper. Der Scramble. Timeout. Ja, das finde ich. Timeout könnte ich öfter mal gebrauchen. So, jetzt sind wir mitten im Kampf. So, mal Timeout. Mach mal Timeout. So, also, das wäre auf jeden Fall, das wären die Sachen, die neu herausgekommen sind jetzt hier. Sehr, 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 sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ja, dann habe ich hier was gesehen im Twitter Fortnite Leaks Ding.
Also da bin ich auch, das muss ich unbedingt auch mal ausprobieren. Bin ich auch mal gespannt. Ich will gucken mal, dass ich das hier reinkriege gerade. So, müssen wir mal ein bisschen hier zurechtdrücken, das Ganze. Das sieht folgendermaßen aus. Das ist hier ein. Na. Gucken wir uns mal ganz kurz dieses Video an. Also hier, ich meine, ich habe diese Tunnel schon selber gefunden unter Wailing Woods. Da bin ich auch schon drin rumgerannt. Aber auch diese Röhren, die habe ich auch schon gesehen, da war ich auch schon drin. Aber dass es da jetzt, also ich weiß nicht, ob es jetzt schon da ist. Es sieht so aus, als wären die jetzt schon da, diese Portale, die einen tatsächlich dann wohl von einem Bunker in den nächsten teleportieren. Also da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was das ist. So, ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Video, zum Daily Shop Video und gucken mal da rein, was da so aktuell am Start ist. Der Ravage ist zurück. Nee, so sieht er aus. Der Ravage, den kennen die meisten von euch ja schon. Ich finde den richtig nice. Ist der weibliche Raven. Ja. Und ja, sofort hatten sie sich ja auch geholt hier. Da hinten die Wings sind halt auch cool, ne? Definitiv interessant. Der Ravage, ich gebe dem tatsächlich eine 10 von 10. Ich finde den nice. So, dann schauen wir noch mal ganz kurz, wie sind denn eure Noten dafür gewesen? 4,34 von 5 bei 78 Votes. 330 Reminders. Das ist schon ganz schön heftig. Ja, also sehr gut angekommen, das Ding bei euch. So, dann haben wir hier noch diese. Ja, gut, gehört ja automatisch wieder zu. So, dann haben wir hier den Heyman. Und den finde ich auch relativ spannend. Vor allem, das ist auch geil hier hinten. Diese Sonnenblume. Da unten sind die Eier kaputt drin. Der kleine Vogelschädel oder von der Taube. Er hat sich diese. Ja. Die Vogelscheuche hat sich dann den Vogelschädel um den Hals gehängt, nachdem es den Vogel dann platt gemacht hat. Also auf jeden Fall, ich finde den Heyman ganz interessant und gebe dem auf jeden Fall 8 von 10. Wie sind bei euch die 4,15 von 5 bei 13 Votes, 83 Reminders? Dann haben wir den Straw Ops, den finde ich jetzt nicht ganz so cool. Auch interessant, ich gebe dem Straw Ops 7 von 10. Und da sieht die Sache anders aus. 2,6 von 5 bei 10 Votes. Ja, also merkt man, dass die überhaupt nicht gut angekommen ist. Harvester. Sieht ganz interessant aus. 6 von 10 für den Harvester. Dann haben wir hier 3,71 von 5 bei 7 Votes. Und dann haben wir den hier. Den finde ich halt mega geil. Den Field Wraith. Und ich gebe dem Ding auf jeden Fall 9 von 10. Ich finde den Field Wraith echt cool. Da sind jetzt aktuell 3,75 von 5 bei 8 Votes. 16 Reminders am 7. Oktober das erste Mal drin gewesen. Sieht tatsächlich ein bisschen aus, wenn das erste Mal aufgeht, wie so ein ja, Delfin oder sowas. So, dann haben wir hier nach wie vor den Flying Saucer, den hatten wir gestern ja schon gehabt, den Paddywhacker und den Beef Boss, brauche ich nichts mehr dazu zu sagen. Axeroni, also letzten Endes das Ding, was wir da gesehen haben, was da geleakt wurde, sieht in etwa so aus wie dieser Axeroni. Brauche ich auch nichts mehr dazu zu sagen. Hier haben wir den Snorkel Ops. Ja, und der Snorkel Ops, ich finde den schlecht. Ich finde den wirklich schlecht und habe den auch so noch nicht auf dem Feld gesehen. Also ich gebe dem Snorkel Ops 3 von 10.
Hier haben wir, geht die Meinung extrem auseinander. 4,5 von 5 bei 20 Votes, 110 Reminders. Aber was ich nicht verstehe, wenn der so beliebt ist, warum ist er nicht auf dem Feld? Oder sind das dann die Leute, die immer gleich am Anfang schon sterben? Weil sie vor lauter Taucherbrille nichts sehen oder was? Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe den bis jetzt in keinem Match irgendwo auf dem Feld gesehen. Den Snorkelops. Ja. So sieht er aus. Naja. Dann haben wir den Rapscallion. Das weibliche Pendant zur gestrigen Version. So. Und ja. Gebe ich 5 von 10. Oh, klar. Der war gestern ja schon so gut angekommen. Dann die weibliche Version kommt meistens besser an. Dann haben wir hier 4,88 von 5 bei 24 Votes. Meine Güte, 3. Juni 2018. Das erste Mal drin gewesen. 201 Reminders. Das ist schon krank. Ja, schon echt stark. Mein lieber Scholli. So, dann haben wir hier Dance Therapy. Jetzt halte ich mal meine Klappe. Oh, das darf ich natürlich nicht machen. Das lassen wir jetzt 10 Stunden lang durchlaufen. Dance Therapy. So, und der Dance Therapy gebe ich 8 von 10. Schau mal, Dance Therapy. Hui. 4,53 von 5 bei 32 Votes. Am 30. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 161 Reminders. Ach, da ist er. Da ist es doch. Da, hier. Wir haben, vorhin habe ich ihn noch im Leak drin gehabt. Hier. Aber jetzt, sorry, Leute, warum? Jetzt haben wir das Ding halt mit zwei Klingen. Ich verstehe es einfach nicht. Warum? Epic Games, warum macht ihr das Ding da rein? Ich raff's einfach nicht. Das ist mir zu irgendwie zu hoch. Das ist doch nichts anderes als die Axeroni halt mit zwei Klingen. Also wer sich die Axeroni geholt hat, also was ich sowieso schon nicht verstehe, aber wer sich die geholt hat, wollt ihr das Ding wirklich dann nochmal kaufen, nur weil dann zwei Klingen drin sind? Verstehe ich überhaupt nicht. Das ist mir irgendwie, das ist mir zu, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Hier, guck doch mal da, da ist der Axeroni. Da. Und hier ist halt ein bisschen sauberer, gell? Ist kein Senf mehr dran. What? Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, letzten Endes die gleiche Note wie beim Exeroni. Ja. Haben wir denn dazu schon irgendwie irgendwas da? Haben wir zu dem schon irgendwas? Das ist der Exeroni gewesen. Tatsächlich schon drei Votes drauf. 4,33 von 5. Okay. Ja, also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ja, würde ich mich riesig drüber freuen. Schreibt was in die Kommentare und abonniert den Kanal. Läutet die Glocke und schaltet sich mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.